Wenn du aus Trauer so komponierst, dann lasse ich die Aufmunterungsversuche. Der Song ist unglaublich, Alter. Danke. Ich weiß schon, wer dich inspiriert hat. Hab ich glatt vergessen. Luna, wer so einen Song komponiert mit so viel Gefühl, muss, denke ich, verrückt sein vor Liebe. Und man muss kein großer Detektiv sein, um zu erraten, von welcher Prinzessin er da singt. Ja, es ist wirklich schön. Mhm. Und, naja, echt romantisch, aber er hat es sicher nicht für mich geschrieben. Aber hast du nicht bemerkt, wie er dich ansieht? Ich finde, du hast Riesenglück. Ich wünschte, Gaston würde mir so ein Lied singen. Aber wenn du mich fragst, ignoriert er mich zurzeit. Hör mal, du musst ihn verstehen. Mach dir keine Sorgen. Der wird sich schon wieder beruhigen. Ich hoffe es, Luna. Weißt du, ich an seiner Stelle wäre genauso sauer. Ach, wieso habe ich diesen Immatrikulationsantrag abgeschickt? Was habe ich mir nur dabei gedacht? Naja, du wolltest ihm damit helfen. Ja, aber das war genau das Falsche. Er hatte mich darum gebeten, seine Entscheidung zu akzeptieren. Und daran habe ich mich nicht gehalten. Nina! Ich verstehe es nicht. Ich habe nur mit dem Kopf gehandelt und nicht mit dem Herzen. Nina. Das wird er mir nie verzeihen, Luna. Kannst du mal kurz zuhören, bitte? Ja. Du weißt, wie sehr Gaston dich liebt. Das geht schon vorbei. Er ist sauer, das ist alles. Du musst einfach zu ihm gehen, ihn umarmen und ihm sagen, was du für ihn empfindest, Nina. Aber denk nicht mehr darüber nach. Ich würde so gern zu ihr gehen. Sie umarmen und ihr sagen, dass ich verrückt nach ihr bin, aber ich kann nicht. Vielleicht solltest du es machen. Sie ist das Risiko wert. Nein, nein, das ist unmöglich. Sie hat sich entschieden. Sie geht mit Sebastian und das habe ich zu respektieren. Matteo schaut dich die ganze Zeit an. Na gut, hör bitte auf zu fantasieren. Es ist aus. Luna, ich fantasiere gar nicht. Ich halte das für eine sehr objektive und empirische Beobachtung. Wie? Empirisch. Okay. Ich denke, dass er gern zu dir rüberkommen will. Aber er kann nicht. Deshalb gehe ich besser. Nein, 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 nein. Du setzt dich besser wieder hin. Du bleibst. Und weißt du, was ich mache? Was? Ich werde einfach nicht mit ihm sprechen. Es ist nicht der richtige Moment. Bist du ganz sicher? Ja, und deshalb gehen wir. Ich nehme nur noch eine Handvoll Popcorn. Oh, verzeihen Sie, Signore. Sie dachten, Sie wären ein Einbrecher. Das tut uns wirklich leid. Können Sie mich wie einen Einbrecher behandeln? Ich sollte Sie beide feuern. Nein, feuern Sie uns nicht. Eigentlich haben wir nur die Villa verteidigt. Wir hätten also eine Gehaltserhöhung verdient. Ja, ganz genau. Lassen Sie uns in die Küche gehen und Ihnen Eis auflegen. Da wächst schon eine riesige Beule. Sie hat beinahe größer als Ihr Kopf. Los, machen Sie sich keine Sorgen. Wir bringen Sie hin, hier entlang. Wo bringen Sie mich hin? Ihnen Eis auflegen. Vorsicht, Vorsicht. Das ist aber schwer, Signore. Kommen Sie. Was soll diese Kamera in meinem Haus? Erklärst du mir das? Das hat nichts zu bedeuten. Keine Sorge. Es gab ein Problemchen, aber das habe ich gelöst. Problemchen? Drück dich deutlicher aus. Ich habe Ricardo geschworen, nicht? Ah, Ricardo und seine Abenteuer, Staffel 4. Ich habe diese Serie schon gesehen. Sie ist als Komödie gestartet und hat als Horrorfilm aufgehört. Was hat er getan? Spioniert er mich aus? Es ist nicht so, wie du denkst, Mora. Ach nein, wie ist es dann? Wieso bin ich schon wieder in dieser Situation? Ich stehe immer zwischen euch beiden. Anna, wenn du wirklich meine Freundin bist, dann sagst du mir, was hier läuft. Gut, ich erzähl's dir. Aber du musst mir versprechen, dass du nichts Ricardo sagst. Ich gebe dir mein Wort. Es war nur aus Versehen. Er hat hier bei dir gearbeitet und dann dummerweise seine Kamera vergessen. Also hat er mich gebeten, sie zu holen. Das ist alles. Er hat sie also vergessen? Einfach vergessen? Anna, ich bitte dich. Man vergisst seinen Pyjama, sein Handy oder einen Regenschirm, aber man vergisst nicht eine installierte Kamera in der Wohnung seiner Ex. Das ist schräg. Aber du weißt, dass Ricardo sowas absolut zuzutrauen ist, Mora. Als wir einmal essen gehen wollten, hatte er vergessen, dass wir verabredet waren und mich sitzen lassen, Mora. Er vergisst seinen Kopf nur deswegen nicht, weil er festgewachsen ist. Ja, da hast du recht. Aber du kannst nicht leugnen, dass es eigenartig ist. Mag sein, aber es war nicht böse gemeint. Da wäre ich mir nicht so sicher. Denk, was du willst, aber bitte, erzähl ihm nichts, okay? Ich werde ihm nichts erzählen, aber bitte nimm das Ding mit, sonst drehe ich noch durch. Okay, ist gut. Hallo. Hi. Können wir reden? Weißt du, ich habe jetzt keine Lust zu reden. Ist gut, ich verstehe, dass du mir nichts zu sagen hast. Aber darf ich bitte dir was sagen? Okay. Weißt du, ich habe dich in Oxford angemeldet, weil ich dachte, es sei das Beste für dich. Aber ich hatte mich schon entschieden, Nina. Ich hatte mich entschieden, bei dir zu bleiben. Du hast ja recht. Ich weiß, dass es falsch war. Ich hätte dich fragen sollen. Die Einsicht kommt etwas spät. Nein, 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 Gaston, bitte geh nicht. Es war ein Fehler, wirklich. Aber ich will nicht, dass du denkst, dass ich will, dass du gehst. Und wir uns nicht mehr sehen. Du bist das Wichtigste für mich, wirklich.
Wenn man eine ernsthafte Beziehung will, dann darf man sich nicht anlügen. Sowas darf nicht passieren. Und du zweifelst meine Entscheidung an. Das tut am meisten weh. Ja, und es tut mir wirklich leid. Es war ein Fehler, aber können wir nicht einfach alles vergessen und an die Zukunft denken? Ich bin gerade sehr durcheinander. Ich brauche Zeit, um darüber nachzudenken.